Hallöchen und willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg zu Fantasy Basel. Ja, heute bin ich mit Anni. Ich als Killjoy, sie als Reina und mein Vater geht nachher als Mönch. Den zeige ich euch später. Ja, ich nehme euch wieder ein bisschen mit und viel Spaß bei diesem Vlog. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. So, wir sind jetzt drin in der Fantasy und es ist voll geil hier. Let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. So, wir machen jetzt gerade Pause, haben uns gerade etwas zu essen geholt, sind jetzt ungefähr plus minus 2 Stunden hier und es gibt Pizza Margherita. Yum, yum. Einen guten.
So, für uns ist jetzt die Con vorbei. Wir gehen langsam nach Hause. Ich habe einiges gekauft. Im Moment im Rucksack ist noch mehr. Und ich zeige euch, was ich gekauft habe, wenn wir zu Hause sind. Hi! Willkommen an diesem nächsten Tag von der Fantasy Basel. Wir sind gestern so spät nach Hause gekommen, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, weiter zu filmen. Deswegen gibt es jetzt einen Haul, was ich gekauft habe. In dieser Tüte ist was und auf hier auf dieser Seite ist was. Und wir fangen einfach mal mit dem an, was mich gerade hier so anlacht. Und zwar, ich habe mir ein Bubble Tea Kissen geholt. Oh mein Gott, das ist so flauschig und weiß. Und ich ein Bubble Tea, ihr wisst, ich musste es mitnehmen. Gab es eine Figur und zwar Gone Freaks. Und dann habe ich mir so eine Lucky Bag gekauft. 4 Figuren drin. Keine Ahnung, was das für Figuren sind, das werden wir jetzt herausfinden. Ich mache sie einfach mal auf. Moment. Ich hoffe, die sind alle YouTube-freundlich und keine... Ne? Oh. Oha. Ja, doch, die kann man zeigen. Einmal von Overlord. Dann haben wir von Sword Art Online Yuki. Also ich nehme sie mal an, weil sie so heißt. Da unten steht. Oha, da ist eine riesige Figur drin. Dann haben wir, doch ich glaube, das ist auch noch YouTube-freundlich genug. Dann haben wir diese Figur. Und jetzt kommen wir zur größten. Das kann man auch zeigen. Ja. Dann haben wir die Cutie Bun. Die ist riesig. Oha, ich glaube, das ist nachher meine größte Figur, die ich habe. Okay, ich werde die jetzt alle mal auspacken und zusammenbauen und dann zeige ich es euch. Ich kann ja, während ich die Figuren auspacke, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das gestern jetzt so war auf der Fantasy. Ich war ja als Killjoy da, habt ihr ja gesehen. Und ich muss sagen, es war super cool. Sie haben es dieses Jahr anders gemacht mit dem Eingang. Sie haben jetzt, also ich weiß nicht, wo das die Aufnahme abgebrochen ist, auf jeden Fall. Sie haben es dieses Jahr, finde ich, besser mit dem Eintritt gemacht, da verschiedene Tickets verkauft wurden mit 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr und da nicht alle gleichzeitig kommen mussten wegen den Tickets, war es besser verteilt. Man musste gar keine Sekunde anstehen, man konnte einfach direkt rein, dann zur Waffenkontrolle. Ja, ich musste zur Waffenkontrolle mit meiner Phantom und ja, das ist schon mal Gone Freaks. Ich werde euch sie nachher alle zeigen. Es hatte auch mehr Platz, also sie haben glaube ich 2 Hallen mehr gehabt jetzt. Dieses Jahr. Luftpolsterfolie. Seht ihr das, wie sie da eingepackt ist? Ich glaube, die war schon mal offen im Fall. Da würde ich sagen, es hat sich gelohnt, so eine Mystery Box zu kaufen. Ja, weil ich mir sonst generell eh nie Frauenfiguren kaufe. Aua, voll in den Finger geschnitten. Und zweitens, es ist sicher billiger, als wenn man jede Figur einzeln kaufen würde. Deswegen würde ich sagen, ja. Einfach, weil man die Figuren sonst eh kauft. Die hält. Gut, das ist die jetzt von Overlord. Ich finde, das geht sogar noch mit dem Freizügigkeitsgrad. Haben wir noch Yuki von Sword Art Online. Das ist so eine... Wir haben schon mal eine von Inuyasha gehabt in der Nihon Box. Die kann man auf die Rahmen draufsetzen und dann... Ja. Das sieht voll cool aus. Wir haben hier die letzte Figur. Wie gesagt, wahrscheinlich meine größte. Ich hoffe, die passt in mein Regal. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Au. Die ist riesig! Hier ist schon mal der Sockel. Das ist übrigens von ReZero, habe ich gerade oben gelesen. Kenne ich nicht, muss ich auch noch mal gucken. Oha, oha. Die Netzstrumpfhose ist sogar richtig. Oh krass. Guckt mal, wie cool die ist. Die ist riesig. Also die ist wirklich riesengroß.
Wo ist der Sockel? Hier. Ich würde sagen, ja, der Kauf hat sich gelohnt. Würde ich hier reinpassen? Oh, ganz knapp. Genau, ich werde die jetzt einräumen und nachher euch im Detail zeigen. So, wir haben einmal diese Figur. Die sieht so aus. Dann haben wir Gon Freaks und der sieht so aus. Dann haben wir Yuki von Sword Art Online und sie sieht so aus. Dann haben wir die von Overlord und sie sieht so aus. Und dann haben wir einmal die von ReZero und sie sieht so aus. Sie ist krass groß, ne? So, aber ich würde sagen, ich beende den Fantasy Basel Vlog an dieser Stelle. Ich habe jetzt übrigens eine Anime Convention Playlist gemacht. Ich verlinke die jetzt ab jetzt immer in jedem Vlog von Anime Conventions. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dort auch gerne vorbeischauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mit einem Daumen nach oben freuen. Habt noch einen wundervollen Tag, Abend oder wenn ihr das Video einmal guckt. Und ja, bye!